So, würde ich mal sagen, versuchen wir es noch ein, zwei Mal heute. Sind parat. Willkommen zurück. Pokémon Ein, zwei Mal versuchen wir es noch, dann weiß ich auch nicht. Die Arena-Leiterin, das ist, ja, selbst mit einer Taktik ist hier ein bisschen. Ist übel. Unsere Gift-Pokémon müssen ein bisschen stärker sein. Aber irgendwann wird es dann auch, wenn es dann über das Level 25 hinaus ist, wird es dann auch. Ach verdammt! Mach Blödsinn. Dann wird es dann auch. Dann gehört Gehorchzen es nicht mehr dann. Die wichtigste Attacke zum ersten Ritzen. Die brauchen wir später im Kampf. Sandgrab-Attacke, das ist doch, das ist das größte Übel hier in diesem Kampf. Wenn die nicht wäre, dann wäre es schon deutlich leichter. So, Level 24 für Nordox. So, der kann das Gift ab. Da sollten wir jetzt eigentlich mal wechseln. Ich versuche es aber nochmal mit Double Step. Okay, das bringt nicht viel. Okay, wird sich gegenseitig aufweicht. Okay. Ein Schaden, nicht ein Schaden. Oder sie. Immerhin. So, ich setze mal wieder drauf ein. Los, Miki. Karate. Das hat nicht viel gebracht. Verzeihung. Dann waren es noch vier. Was denn noch ab zum X heißt. Und eine Attacke für Mankey. Oh, 100. Cross-Chop. Na, interessant. Dann würde ich mal sagen. Ja, die hat nur 18 vor. Das ist. Vergessen wir das mal. Das ist eine Stärke von 100. Bin ich mal gespannt. Oh ne, jetzt nicht das noch. Ja, gut. Besiegt ist besiegt. Okay, warum? Was ist es? Warum muss ich jetzt Pumpe sitzen? Das wird doch nichts. Okay, ich werde nachlässig. Warum kann Gift überhaupt heilen? Warum ist das bei Pokémon so? Ich verstehe es echt nicht. Vielleicht mal langsam tauschen hier. Mal rausfinden, was die Attacke von Prof, die neue Attacke, die 100er Attacke ist. Was die so kann. Und da kommt halt aus. Ignored Orders, ne, sehr toll. So kann das ja auch nichts werden. Na, wundervoll. Doch skandalös mit diesem. Gut, wir haben es schon verkackt. Wir machen den nächsten Versuch. skandalös mit der Selbstheilung von Gift.
Er ist Tränen und bringt schon wieder so ein Pokémon besiegen, da ist ja. Ist das schon gut, dass wir neue Level kriegen müssen. Neue Attacken zum Beispiel, wie das für Prof jetzt. Das muss ich gerne auf dann neues Problem. Wir bräuchten eigentlich so ein Relaxo-Team oder irgend so ein Pokémon, was halt einfach viel einstecken kann. Was viele Attacken. Genau, das bräuchten wir bei der Vergiftung, was einfach. Also Relaxo kann ich mich dran erinnern, in den anderen Pokémon teilen. Wenn du es einigermaßen trainiert hast. Das hat die. Ich meine, das war auch stark, das hat auch nicht reingehauen. Aber es hat vor allem ausgehalten. Das die kurzen paar Runden auch noch in der Top 4 Kunst noch ein paar Runden. Das ist immer ein sehr guter Zeil-Ding nehmen, weil der, dass der dein Team komplett gehält und stand dennoch. Könnte noch ein, zwei Mal einsetzen. Ja. Relaxus echt. Warte nehmen. Ach, der hat sich gerade wieder selbst geheilt, stimmt. Das können die Viecher auch noch. Selbstheil-Attacken bei Pokémon, bei Pflanzen-Pokémon. Ich verstehe es nicht. Irgendwie. Ich bin hier heute auch irgendwie. Ich weiß nicht. Am Rumniesen hier schon dreimal. Stimme auch schon kratzig. Was soll das werden? So, ich würde es gerne mal ausprobieren. Jetzt nochmal mit der. Vielleicht bringt die Attacke von Prof ja jetzt was. Dann wollen wir die mal jetzt am Anfang einsetzen. Jetzt am Anfang kommt jetzt erstmal unser Tydox. Anis. Und dann. Jetzt die Herz 100. Was auch immer das die 100 bedeutet und die 100 Angriff. Das muss eigentlich schon reinhauen. Da warte ich mir schon etwas. So, vielleicht kriegen wir den ersten. Den Kaktus kriegen wir vielleicht mit Neutidox besiegt. Oder auch nicht. Das erklärt mir auch mal einer, warum das jetzt zweimal einsetzt. Haben wir schon. Haben wir schon den letzten Parts drüber diskutiert. In dem letzten Part. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Das Spiel lässt mich. Rostjob. Ja, nicht übel. Nicht übel. Kann man machen. Und jetzt nochmal Karate. Sehr kloppt. Vielleicht könnte das unsere Chance sein. Und das Cross-Chop zu dem Kreuz-Hieb. Das ist doch auf Deutsch. Was reinhaut. Ich glaube, ich habe da gesehen, habe ich nur 5 Einsätze. Das müsste reichen. Na komm. Verdammt. Ja, Dreck. Das hätten wir vielleicht Chancen gehabt. Gift wird da nicht wirken. Dann Max. Der hält nicht viel aus. Das Flug-Pokémon. Der Max, der hält nicht so viel aus.
Level 25, wenn wir uns hier wahnsinnig trainiert. Das bringt uns nicht mehr viel, weil wenn wir den Kampf hier nicht bestehen, ist das Training auch nichts wert, wenn wir nicht weiter spielen können. So, ich hoffe, Modi setzt es ein. Ruhig jetzt mal ein bisschen. Ach, Kacke. Das ist doch Kacke, wenn du das. Wenn du nicht einsetzt. Modi tot, aber was willst du? Das hab ich nie verstanden. Mit Pokémon. Warum die nicht gehorchen? Ich meine, das ist doch in deinem Interesse. Das ist doch im Interesse von den Pokémon, dass er das überlebt. Dass es nicht besiegt wird. Ich glaube, es bringt hier wirklich nichts. Das kriegen wir hier nicht besiegt. Wird sich hier permanent auch selbst heilt. Wir kamen schon sehr weit, aber. Ich habe mir schon gedacht, dass das darauf hinausläuft. Das, was sie heute aufgeben müssen. Deswegen habe ich noch was vorbereitet. Seht ihr dann morgen. Wahrscheinlich. Es sei denn, ich gewinne jetzt hier noch zufälligerweise. Was gerade echt nicht danach aussieht. Und die Taten von Juni ist auch einfach nur. Es geht jetzt eigentlich nur noch ums Aushalten. Können wir jetzt eigentlich mal, wenn es sicher sieht. Mal Charge Spiel mal einsetzen. Die Wirkung davon ist gleich null. Ja, wenn der Smackdown einsetzt, ist dann ein paar Mal wieder einsetzen und nicht auch down. Ja, die Attacken sind jetzt irgendwie nur noch Effekte, damit es zum Schau sieht. Das wird nichts mehr. Gebe Bereich hin. Das Gift schadet jetzt auch nicht so sehr. Sure. Schnitt also. Was heißt das auf Deutsch? Hat mir da auch nicht so viel. Ja, jetzt können wir es vergessen. Diese Heilung immer wieder. Bräuchten wir jetzt jemanden, der noch effektiv angreift. Das bringt das. Dann heilt sich das wieder am Ende. Das ist sinnlos, zwecklos. Ja, was sie jetzt noch machen soll, keine Ahnung. Macht wenigstens ein bisschen Schaden. Damit war es das auch. Gut, damit würde ich sagen, ich würde es jetzt auch noch, wenn es ein längeres Projekt wäre. Würde ich mich da jetzt noch ansetzen und da irgendwie 100 Versuche noch machen. Und beim 30. wie gesagt, dann irgendwie das schaffen, aber es tut dann auch keinen Zweck mehr hier fürs Adventskalender-Projekt. Wir können jetzt auch noch 3-4 Parts hier mit der Arena füllen. Das bringt euch dann aber auch keinen Mehrwert mehr. Was ihr auf jeden Fall mit euch nochmal machen wollt, so. Jetzt hier im Casino mal reingucken. Wir haben jetzt einen Münzbeutel bekommen. Dann Münzkorb. Da müssten wir doch jetzt mal hier spielen können. Oh, das kennen wir aus Pokémon 4. Generation. Voltoball-Dings hier, das ist nur der. Ich muss gucken, hier in der Reihe gibt's keine Bomben. Da ist einige Punkte bei Sammeln. Auch keiner. Das Spiel ist relativ cool sogar. Das ist einiges machen. Das ist da ohne nur eine Reihe.
Allein hierdurch kannst du schon Punkte sammeln. Dauert zwar eine Ewigkeit, aber. Jetzt musst du hier mal gucken. Hier haben wir einen in der Reihe. Erstmal in die Zweierreihe gucken. Hier haben wir zwei in dieser Reihe und hier haben wir zwei. Hier haben wir auch zwei. Verdammt! Dann hat man 0 Coins. Okay, gleich mal geklickt. Das wird jetzt aber die Nullerreihe. Erstmal die Nullereien aufdecken. Hier unten ist eine Nullereihe. Irgendwann kann man es dann fast erraten. Und hier haben wir noch eine Nullereihe. Und die Musik ist, glaube ich, dieselbe wie aus den Pokémon-Spielen. Das ist sehr schön. Eine Dreierreihe. Hier haben wir eine Reihe. Das Feld ist zu unwahrscheinlich. Das ist da. Würden wir tippen auf. Verdammt! Ausgerechnet rechts und links daneben. Oh, auch. Ah, da sind die drei. Oh, wow. So wird das nix. Machen wir heute ein Casino-Part. Deswegen wird spielsüchtig. Mit Pokémon. Wow. Damit sollte ich gleich aufhören. Board clear. Was? Nice. Game Level 2. Man sollte den Nuller und Münzen einsammeln und gehen. Das ist dann das Safeste. Das Spiel war schon im. Das war schon im Pokémon Diamant und Pearl, war das sehr schön. 72 Coins. Sehr schön. Sammelpunkte. Ja, die Anzahl an Punkten ist auch hier extrem. Okay, das Nummer für 600 Punkte, das könnte man noch fast kriegen. Ich hab's nicht, ich weiß absolut nicht, was das für Pokémon ist. Oh, hier können wir auch einen Einsatz setzen. Ich würde hier gerne noch ein paar Runden spielen. Ich würde die anderen Spiele ausprobieren. Und die Nullerei aufdecken. Ja, es war wohl nicht so viel. Als ob. Immer das nächste. Ich habe auch heute Glück. Glücksspiel kann sich machen, Teilnahme erst ab 18. Dann haben wir hier wohl den Ball. Klar. Und war zwei. Entweder hier oder hier. Nice.
geraten. Dann hier. Noch eine Reihe haben wir nicht. Nee, dann würde ich mal sagen, random. Sehr schön. Reihe ist mir zu gefährlich. Verdammt! Jetzt haben wir schon eine kurze Zeit 100 gekriegt. Okay, Place to Vega with the Arrows. Dann press the C key. Okay. Was machen wir hier für ein Spiel? Dann können wir dann unser ganzes Geld verspielen. Weil wir ganz schön viel eingesetzt. It's a hit. Wow. 100 Coins. Nö, nö. Dasselbe? Ja. Und verloren. Nein. Jetzt haben wir den Einsatz von dem Spiel hier verloren. Was gibt's hier? Oha, ist dort Maschine. Ein armer Bandit. Da nicht sowas nachmachen, Glücksspiel ist scheiße. Verdammt. Ich will alles verlieren. Gerade diese Einnahmen bei den Banditen sind scheiße. Kann man nur verlieren. Das Spiel ist hier noch am besten. Ist hier auf dem Computer hier dieses. Wie auf dem Computer, bitte, was? Hier damals hier. Windows XP oder so, da lief das irgendwie dieses. Mein 2000 dieses Spiel. Natürlich. Okay. Versehen geklickt. Bei dem Spiel kann man mit ein bisschen Verstand, den ich nicht habe, durchaus mal was gewinnen. Sehr schön. Hier wird auf die Reihe zu setzen, wäre zu viel Glück. Wow. Das sind zwei Reihe. Wow. Das ist echt gut. Großes Risiko hier gerade. Immer noch eine Reihe. Wow. Hier haben wir die eine Reihe geboost. Und zwei Reihen, damit bin ich nicht sicher. Natürlich. Alle 12 Punkte verloren. Aber das war eine riskante Runde. Hätte auch aufnehmen können.
Man kann auch hier aufgeben und die drei Punkte, die drei Coins mitnehmen. So kann man es auch machen. Mit den nur da rein aufdecken und gehen. Hat man auch ein paar Münzen. Dann auch einiges. Wow. Münzen haben wir jetzt hier wieder die 6 Mann, wenn wir heute nicht schaffen. Verspielen wir alles wieder hier drin. Ich verstehe das Spiel zwar noch nicht ganz. Aber wie wär's mit dem hier auf Blau? Das sind zu harte Chancen. Ich hätte echt Glück mit dem. Don't have enough coins to play. Und bin ich jetzt wieder bei 0 oder was? Das wäre ja heftig. Ja, so kann man alles verzocken. Die 100 Münzen gleich wieder aufs Spiel gesetzt. Da sieht das Kinder. Dann will man natürlich wieder Münzen bekommen und dann spielt man weiter. Das ist. Keine Münze zum Spielen. Ja gut, dann wird das wohl nichts. In ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Zum Schluss noch mal einen letzten Versuch in der Arena. Kann ja noch schief gehen. Heute Glücksspiel in der Arena und Glücksspiel im Casino. Ist ja hier auch irgendwie mehr oder weniger Glücksspiel. Wie die Kinderschnattern hier ausgelegt sind. Die alte Doppelattacke. Warum setzt das nochmal ein? Das ist doch hier. Ja. Und verschenkt. Runde verschenkt. Pokémon verschenkt. So. Jetzt verschwinde ich davon schnell eine Attacke für. Das kann ja nur in die Hose gehen. Na toll. Der überlebt es auch noch. Es wird noch heilige Runde zum Abschied. Das Mordi schon rausfeuern. Wenn wir dann in der nächsten Runde geräuscht. Trainieren wir denn noch auf Level 30? Oha, dann wird der jetzt eingesetzt. Na komm, Modi, wenn du mir mal ein bisschen gehorchst und die Attacke einsetzt, wie du sollst. Okay, das war nicht so gut. Macht es eigentlich ziemlich gut. Das könnte was werden. Ach komm. Du Texo. Was soll denn der Trick? Wir merken ihn schon fast. Nee, nur so oder warum? Was soll der Scheiß?
Das ist ja die ineffektivste Runde überhaupt. Ja, vielleicht nicht die ineffektivste Runde überhaupt, aber ist schon ein bisschen jämmerlich. Dann wieder nur 4. Das ist nur noch 4. Nichts geschafft. Da ist noch gar nichts. Macht wieder fast nichts. Das ist schlecht, dafür das Gift nichts macht. Und irgendwie fügt ihm seine Sandattacke selbst Schaden zu. Verstehe ich auch nicht wieso, aber schön für uns. Und dreifach und vierfach Schaden, das ist immer fantastisch. In einer Runde so dann durch die Abzug, durch diese Selbstattacke, der Abzug ziehen, durch den Sandsturm und dann nochmal durch den Sandsturm und dann nochmal durch irgendwie das da. Fühlt man sich gleich verarscht. Und man setzt da so eine Attacke ein, mit der er sich selbst schadet. Solche Attacken habe ich auch nicht verstanden. Na komm. Vielleicht kriegen wir es noch. Wahrscheinlich, aber wäre schön für ein neues Level für Max. Ja, das war's dann jetzt. Stark gekämpft hat er. Ist tapfer gekämpft. Na komm, willst du nicht? Wir sind erst bei diesem Tannen, das dritte Pokémon. Wie soll denn das was werden? Quasi keine Pokémon mehr. Das kann ja nichts mehr. Joa, gute Nacht. Das war's dann wohl. Jumi wäre halt schon stark, aber die Attacken sind halt. Die Attacken wirken nix. Ja, wenn Spark und Change und Charge Beam irgendwas wirken würden. Wenn nicht geschwächt würden, hätten wir da vielleicht sogar noch Chancen dabei. Jetzt kommen wir jetzt den ganzen Helden wieder. Dann haben wir das hier. Das hinter uns. Der wäre nicht anzusehen. Mit absolut keinen Schaden. Macht absolut nichts. Und da geht's dauernd. Gut, dann würde ich mal sagen, ich habe euch was vorbereitet. Weil hier kommen wir jetzt wirklich nicht mehr weiter. Es macht keinen Sinn, hier noch weiter zu spielen. Das war Pokémon Reborn, zum 20. Part, sehr gut abgeschlossen, oder nicht sehr gut abgeschlossen. Dann haben wir doch mal den Spielladen hier gezeigt, das Casino. Dann würde ich sagen,
danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. 4 Parts habe ich dann noch von was anderem Tollen. Was wir auch noch mit. Wird aber auch toll. Ist schade, dass das Projekt jetzt hier endet, aber kann man. Lohnt sich trotzdem reinzuschalten morgen. Da spielen wir was anderes Tolles. Auch Pokémon. Würde ich schon drauf freuen. Gut, wenn mich nach oben so gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und wir sehen uns morgen wieder. Zu was anderem Großartigen. Bis dann. Bis dann und ciao.